Janne Schieder, SPD-Fraktion. Ja, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, meine Vorrednerinnen und Vorredner sind bereits allgemein auf die Vorzüge, aber auch auf die Baustellen eingegangen, die es da gibt im Bildungsetat. Manch einer, Herr Schipanski, hat auch deutlich daran vorbeigeredet. Das muss man auch einmal sagen. Aber ich möchte unser Augenmerk, Ihr Augenmerk auf eine besondere und, wie ich meine, viel zu wenig beachtete Problematik richten. Ich möchte auf die Lage all der Menschen in diesem Land eingehen, die mit Lese- und Rechtschreibschwächen zu kämpfen haben und die mehr oder weniger als Analphabeten einzustufen sind. Worüber reden wir da? Hierzulande gelten, man kann es kaum glauben, aber es ist wahr und es ist durch zuverlässige Forschung nachgewiesen, hierzulande gelten 7,5 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter als funktionale Analphabeten. Das sind 14% der erwerbsfähigen Bevölkerung, 57% der Betroffenen gehen aber einer regelmäßigen Arbeit nach, häufig natürlich angelernt und ungelernt. Deutsch, und man höre und staune, ist bei 58% der Betroffenen die Muttersprache und 80% der Betroffenen haben sogar einen Schulabschluss. Es handelt sich also nicht um ein Rand- oder gar ein Randgruppenproblem, sondern es handelt sich um eine Problematik, die die gesamte Gesellschaft durchdringt. Wir reden über Bürgerinnen und Bürger, die ihre Rechte und Pflichten nicht entsprechend wahrnehmen und erfüllen können und dies geschickt zu verbergen wissen, wie einen schrecklichen Makel vor ihren Nachbarn, vor Freunden, vor dem Arbeitgebern, ja sogar vor der eigenen Familie manchmal. Wir reden über Väter und Mütter, die ihren Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen können. Und wir reden über Menschen, die aus Scham und Furcht in prekären Jobs landen, obwohl sie mit der richtigen Unterstützung gute Chancen auf qualifizierte Arbeitsplätze hätten. Wir reden über Menschen, die wir aus einer menschenunwürdigen Situation befreien müssen. Einer Situation, die eines Sozialstaats und einer Bildungsgesellschaft unwürdig ist. Und weil uns als Sozialdemokraten dieses Thema so wichtig ist, ist es Teil des Koalitionsvertrages geworden. Und wir haben ja auch bereits im Juni dieses Jahres einen Antrag dazu beraten in erster Lesung. Dieser Antrag und die darin eingeforderten Maßnahmen sind gerade auch in der Fachöffentlichkeit sehr positiv aufgenommen worden. Im Zentrum steht die Forderung nach einem familien- und lebensweltorientierten Förderprogramm, das niedrigschwellige Angebote unterstützt und damit auch die betroffenen Menschen abholt, ihre Familien erreicht und die Schreib- und Lesepraxis in den Familien stärkt. Wir brauchen aber auch den Ausbau von arbeitsplatzorientierter Grundbildung, damit vor allen Dingen erwerbstätige Menschen mit Lese- und Schreibschwäche gefördert werden können. Und wir halten es für dringend erforderlich, dass eine nationale Koordinierungs- und Monitoringstelle gegründet wird, die all die Aktivitäten des Bundes, aber auch der Länder bündelt und Service und Beratung bietet. Es muss das Rad nicht neu erfunden werden. Es gilt, die vielen erfolgreichen Pilotprojekte in die Fläche zu tragen und ein Angebot zu schaffen, das die Zielgruppen erreicht. Auch im Übrigen die vielen Lehrkräfte und Erwachsenenbildner, die sich von einer befristeten Stelle zur anderen hangeln, brauchen endlich Planungssicherheit und gesicherte Arbeitsverhältnisse. Ja, Frau Ministerin, jetzt haben Sie letzten Dienstag anlässlich des Weltalphabetisierungstags auch Ihre Pläne zu diesem Thema vorgestellt. Ja, Zeit ist one, kann ich dazu nur sagen, weil ich will heute nicht verhehlen, dass ich lange Zeit, eigentlich bis Dienstag, den Eindruck hatte, dass das Interesse an diesem Thema seitens des Ministeriums und auch seitens der Ministerin wesentlich ausgeprägter sein könnte. Aber ich bin natürlich sehr erfreut, dass es jetzt losgeht, dass sich das Ministerium und die Ministerin dieses Themas annehmen und dass sie mit uns gemeinsam die nationale Dekade der Alphabetisierung anschieben. Das ist gut so und die Maßnahmen, die angekündigt worden sind, sind es auch. Aber es gibt an manchen Orten schon noch Luft nach oben. Das betrifft vor allem die Finanzierung. Denn 180 Millionen Euro für 10 Jahre, das ist viel Geld. Aber das ist angesichts der Tragweite der Aufgabe nicht zu viel Geld. Da waren wir schon weiter. Wir haben im Haushalt für 2015 immerhin schon knapp 20 Millionen eingestellt. Und dabei, meine ich, sollten wir auch bleiben pro Jahr. Ich hoffe sehr, dass in dieser Hinsicht das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema ist wichtig. Und es handelt sich um eine Thematik, die nicht in kurzer Zeit zu bewältigen ist.
Und nur durch ausreichende und gesicherte Mittelausstattung können wir wirklich langfristige Projekte finanzieren und können verhindern, dass nur Leuchtfeuer entzündet werden, die im Endeffekt dann doch nicht zum Ziel führen. Wir haben einen guten Weg eingeschlagen, was die Alphabetisierung und Grundbildung betrifft. Und ich bin sicher, dass die ausgerufene Alphabetisierungsdekade auch helfen wird, die Zahl der Analphabeten in unserem Land zu senken. Es gibt aber noch viel, viel zu tun, bis dieses Ziel erreicht ist. Und ich bitte Sie alle in allen Fraktionen, uns zu unterstützen und bitte Sie, packen wir gemeinsam an, um eine für die Menschen wirklich unwürdige Situation zu verbessern, die dringend verbessert werden muss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Annette Hübe.